Also heute ist irgendwie so ein ganz komisches Video. Ich habe mir so, erst war ich in der Drogerie und wollte mir ein paar von diesen neuen Sachen, so von Catrice und diese Joker-Sachen und so holen. Und da habe ich schon nichts gefunden. Da dachte ich schon, das ist für mich schon ungewöhnlich, dass ich so gar nichts finde. Na gut, ein bisschen letztendlich haben wir in der Drogerie was eingekauft, aber so dekorative Kosmetik gar nicht. Das machen wir jetzt zuerst, einen schönen kleinen Haul. Und dann habe ich irgendwie so Sachen, ich habe ja immer, sage ich euch immer, in Schublade so ein extra Karton drin, wo Sachen drin sind, wo ich sage, die teste ich nochmal. Da habe ich dann einfach ein bisschen was zusammengestellt und ich finde, das ist eine absolute Katastrophe, eine nach der anderen. Das funktioniert, also da kann man mal sehen, dass wenn man Produkte nimmt, wo du sagst, das passt für mich nicht und du trotzdem aufdrehst, da kann man sagen, so sollte man das nicht machen. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man immer auch mal solche Videos zeigt, dass man sagt, hier, das ist nicht immer alles schicko und alles perfekto hier, sondern das geht auch mal was in eine Grütze. Und so unter anderem finde ich mein Make-up, das finde ich ganz fürchterlich heute. Also die Lidschatten, ist toll. Auch die Produkte sind toll, aber ich habe das irgendwie heute vermurkst. Keine Ahnung, das will bei mir heute nicht funktionieren. Und wenn du dazu Lust hast, dir das Ganze anzuschauen, dann schnapp dir einen Kaffee, schnapp dir einen Keks und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. So ist das. Irgendwie so ein kleines Katastrophenvideo heute. Ich freue mich richtig, dass du wieder dabei bist. Und zwar habe ich hier wieder so allerhand neue Produkte liegen, die wir ganz einfach heute mal so ein bisschen ausprobieren wollen. Mein Mann und ich sind heute Morgen so ein bisschen durch die Drogerie geschlendert und haben da auch ein bisschen was gekauft. Aber so das, was ich haben wollte, das gab es bei uns nicht. Und das, was ich gesagt habe, ja, da kannst du ja mal angucken, vielleicht könnten wir das mal zusammen ausprobieren, das hat mir nicht gefallen. Wie zum Beispiel die neue Catrice Sonder LA, sage ich jetzt einfach mal. Das sieht fantastisch aus, die Produkte. Aber das hat mich nicht gecatcht. Das hat mich nicht gecatcht, dass ich jetzt sage, das muss ich unbedingt ausprobieren, das muss ich unbedingt in meiner Sammlung haben, das finde ich richtig toll, das ist der Knaller vor dem Herrn, fand ich jetzt nicht. Also die sind schön, die Sachen, ne? Um Gottes Willen, aber nicht, dass ich jetzt sage, brauchst du. Das war einfach nichts und ich finde, man soll auch nichts kaufen, wo man nicht so sagt, also das könnte was sein für mich, für meine Community, das möchte ich gerne weiterhin nutzen, das finde ich cool. Vielleicht haben das auch andere von euch und dann denkt man so, dann malt man schon seinem Kopf so das Schminki aus. Ich muss ein bisschen nebenbei hier aufräumen, das ist so der Monk, ne? Wenn die Uhr schief steht, das geht gar nicht, ne? Genauso ging mir das mit diesem Extra-Aufbau, ich glaube, ja, hier habe ich es, glaube ich, eingeblendet, ganz, ganz tolle Produkte. Also richtig auch mit Schmackes und Farbe und mit Schimmer und mit tolle Verpackung und alles so, wie man dazu haben will. Ne? Aber auch nichts dabei, wo ich gesagt habe, so zumindest beim Bronzer, da werde ich ja immer ein bisschen schwach. Ne? Bei den beiden, die da waren, diese Joker Bronzer, habe ich gesagt, das sind beides nicht so... Nö. Das war einfach nichts. Aber das war, so, wie gesagt, so nichts dabei, wo ich sage, ne? Da denke ich, gut, da haben wir noch allen anderen Rabbelnasch eingekauft. Unter anderem eine Hose, die ich jetzt auch anhabe, die zeige ich euch mal hier. Und zwar hatte ich euch vor längerem in einem Haul mal gezeigt, von Nur Die gibt das so eine tolle Leder-Imitat-Leggings. Die habe ich mir auch gekauft, die finde ich auch nach wie vor gut. Und da bin ich so in der Ideenwelt vorbeigegangen, habe da erstmal das Geschirr da gesehen. Das zeige ich euch nochmal, das fand ich richtig toll, mit so richtig bauchigen Tassen und Tellern und so ein Milchkrug und so, das fand ich richtig schön. Und unter anderem war da auch diese Leder-Imitat-Leggings dabei für 14,99 €. Ich meine, zu der Nur Die ist das natürlich echt eine günstige Hausnummer und irgendwie sitzen meine Haare heute komisch. Ich weiß das nicht, vielleicht hätte ich mal lieber ein paar Haarpflegeprodukte holen sollen. Haarstyling-Produkte so rum. So, zurück zu der Büchse. Man verliert jetzt hier so ein bisschen den Anschluss ans Thema. Die finde ich ganz cool. Ich habe sie jetzt mal angezogen. Was mir aber aufgefallen ist, egal welche Größe ich nehme, also so von der Größenordnung her unterscheiden sich die Nur Die und die Ideenwelt, sage ich mal, natürlich in allererster Linie im Preis. Die andere liegt bei 30 Euro von Nur Die. Die aus der Ideenwelt liegt bei 14,95 €, glaube ich. Das fand ich schon mal okay. Fand ich für mich schon mal ein Kaufargument. Dann...
finde ich, dass man bei der nur die schöner, die so eine nachgemachte Lederstruktur sieht, fand ich jetzt so, dass das hat mir besser gefallen. Die andere ist eher glatt und matt, so, aber das ist auch schick, sieht auch gut aus. Von der Größenordnung her habe ich die nur die in M ist das, glaube ich, die mittlere Größe. Und die andere ist in L. Und die, finde ich, fällt wesentlich kleiner aus, also die aus der Ideenwelt. Für L, finde ich, schon fällt die klein aus, obwohl sie trotzdem bei mir, ich habe, so, ist wie so ein Kastanienmännchen, ich habe so dünne Beine und so einen dicken Bauch. Und dann ist das immer so, dass das an den Beinen manchmal bei mir so Falten wirft. Also nicht die Haut, sondern die Hose jetzt, ne? Ist klar. Das finde ich jetzt so, da kann die Hose aber nichts für, ne? Beide finde ich gut, was mir bei der Ideenwelt-Hose, das ist jetzt schwierig, Ideenwelt-Lederimitat-Hose besser gefallen ist, ist, dass die einen breiteren Bund oben hat, dass das so ein bisschen mehr das Bauchfett, so ein bisschen shape, ne? Das finde ich ganz cool, aber die wollte ich euch nur noch mal ganz kurz zeigen. So, noch irgendwas, was ich da so gesehen habe? Ja, das, was wir gekauft haben. Muss ich ein bisschen lachen, ein bisschen Männercreme. Mein Mann sagt, Mensch, hast du nicht mal eine Creme irgendwie so, die du mir jetzt so empfiehlst, die nicht riecht? Dann sag ich, wieso soll die Creme dann nicht riechen? Ja, nee, die soll nicht riechen, ich mach das nicht. Ja gut, dann habe ich ihn dir empfohlen. Die Neutrogena hat auch eine Handcreme von und bin ich mal gespannt, wie ihm die gefällt. Shampoo hat er sich mitgenommen. Eigentlich hat er sich das meiste mitgenommen. Eigentlich völlig untypisch für unseren Einkauf, aber er hat sich am meisten mitgenommen. Da hatte er noch Duschgel mitgenommen. Dann habe ich mir noch für die Augenbrauen so eine hier Rasiererteile. Also das muss ich auch unbedingt machen, weil die sehen richtig schön ungleichmäßig aus. Aber dann ist das ja heute mal so. Die habe ich mir noch so eine Augenbrauentrimmer noch geholt. Und noch so ein bisschen anderen Tüdelkram. Die Hose eben, wie gesagt. Aber ich habe mir selber so an dekorativer Kosmetik gar nichts gekauft. Und habe dann daraufhin einfach mal meine Schublade hier reingeschaut, was da dann so drin ist. Ich habe ja mal eine Wir-Testen-Kiste. Und da habe ich doch so allerhand Sachen gefunden, die ich noch gar nicht probiert habe. Und das machen wir jetzt auch so. Jetzt haben wir den Haul ein bisschen abgeschlossen. Jetzt machen wir nochmal zwischendurch, wer von letzter Woche das Gewinnspiel gewonnen hat. Wer diese beiden Boxen gab es zu gewinnen hier. Und das waren das wunderschöne Probeboxen mit Skincare von Kiyomi Skin drin. Die gab es zu gewinnen. Zweimal gab es die zu gewinnen. Und die Gewinnerinnen, die blende ich mal jetzt hier so ein. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Bitte meldet euch bei mir. Wie geht schon wieder los hier, ne? Meldet euch bei mir, damit ich euch das zusenden kann. Vielleicht habt ihr das dann schon zu Ostern, ne? Kommt drauf an, wie schnell ihr seid. Dann geht's ratzifatzi. Die finde ich nämlich richtig toll. Da habe ich ja auch ein bisschen Hautpflege von denen noch bekommen. Hatte ich euch im letzten Vlog erzählt, dass das durch ein so ein ganz komisches Missverständnis irgendwie so entstanden ist, dass ich von denen ein paar Produkte hatte. Und die gefallen mir richtig gut. Und dann wünsche ich euch ganz, 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 ganz viel Spaß damit. Es gibt heute auch noch ein bisschen was zu gewinnen. Also nochmal zu gewinnen. Und zwar bin ich so ein bisschen auch so am so aussortieren und so Sachen, wo ich sage, ich habe einfach zu viel. Blende hier oben ein, eine tolle Überraschungskiste. Kurzer Blick da rein. Wer Interesse daran hat, bitte Hashtag Überraschungsbox. Überraschungsbox. Bitte reinschreiben in die Kommentare, dann weiß ich, dass du an dieser Verlosung teilnehmen möchtest. Und sonstige Teilnahmebedingungen sind unten in der Infobox. So, und nun kommen wir mal ans Eingemachte und probieren mal ein bisschen hier was aus. Und zwar fangen wir jetzt erstmal an mit einem Primer. Der lag noch in dieser Kiste drin. Der ist von Everline. Das ist Wonder Match 3-in-1 Serum Primer. Anti-Aging, Moisturing, Daily Protection. Was ich hier gut finde, ist SPF 20 ist hier drin. Gut, das ist jetzt immer, ne? Ich finde es aber toll, wenn es in Produkten drin ist. Wenn man es zusätzlich natürlich nochmal drunter macht, ist immer die bessere Wahl. Aber den probieren wir jetzt aus. Was der denn hier so kann. Da ist total das Alu-Ding hier noch dran. Erstmal gucken und schnüffeln. Riecht noch gar nichts. Riecht wie eine schöne Creme, sieht auch so aus und das soll ja eben Moisturing sein. Und ich finde so, dass wenn ich das jetzt hier so auf dem Handrücken habe und mir das so anschaue, hat es doch so einen totalen lila Touch, ne? So sieht die Creme weiß aus, aber wenn ich das hier so verteile, hat das so einen Violett-Stich, ne? Oder wie soll ich das sagen, oder? Finde ich jetzt so, ne? Weißelt so ein bisschen, kommt wahrscheinlich jetzt aber durch die Sonnencreme. Quatsch, den Sonnenschutz, der da drin ist. Das riecht sehr, sehr angenehm, aber guck mal hier.
Also ich glaube schon, dass das mit diesem Violett auch schön so Rötung und so ein bisschen schon mal so ausgleicht. Also muss man ein bisschen besser arbeiten, einarbeiten wie jeden anderen Primer, den ich bis jetzt hatte. Aber fühlt sich sehr, sehr gut an auf der Haut. Ich werde jetzt mal so eine Spange hier reinmachen. Weil mein Pony ist zwar nicht lange, aber der geht mir jetzt richtig auf den Sack hier, wenn ich da wieder Creme und all so ein Shit drin habe, was kein Mensch braucht. Ne? Ja, ist jetzt gut eingezogen. Macht einen schönen Glow auf der Haut. Versorgt gut mit Feuchtigkeit, merkt man, richtig tolles Ding. Finde ich richtig klasse. Halte ich hier nochmal so ein bisschen rein, weil ich blende das heute nicht ein, weil ich schon ein bisschen spät auf dem Weg bin. Das ist schon Samstagnachmittag. Und ich habe mich noch immer noch nicht entschieden, welches Video ich hier euch heute präsentiere. Deshalb blende ich das jetzt quasi mal hier so ein, dass ihr euch das nochmal angucken könnt. Wenn ich die Tolle bin, verlinke ich die Produkte nochmal unten in der Infobox. Ne? So sieht das Ganze aus. So, und passend zum katastrophalen Video heute, so kleine Pleiten, Pech und Pannen habe ich natürlich vergessen, beim Test der Judith Williams Easy and Fast Make-up mit Hyaluron, was ich hier eingeblendet habe, habe ich am Anfang vergessen, die Kamera anzustellen. Also fangen wir so quasi mit einem Stück dann an, ne? Wenn ich mir das jetzt schon selbst ohne Brille, habe ich es gerade im Spiegel gesehen. Entweder ist es der Primer hier. Der, ich sage ja mal die Fischmäuler, ne? Der so diese Poren so wahnsinnig hervorholt, die man sonst eigentlich so gar nicht beachtet. Oder ob das die hier ist. Ich würde aber eher sagen, dass dieses Teil hier, dass das so ein bisschen die Poren hervorholt und das Ganze so ein bisschen Glow in der Geschichte drin hat, das noch so ein bisschen unterstützt. Ich setze jetzt mal nochmal die Brille auf und hole das nochmal ganz nah ran hier. Tut nichts für dich, Mutti. Das tut nichts. Also, schöne, leichte Geschichte, auf jeden Fall. Rotstich auch. Quatsch, Gelbstich. Dreh dich schon wieder, ne? Aber okay, gut. Dass sich das im Hautton anpasst, okay. Weiß ich zwar nicht immer, wie das Ganze so funktionieren soll, weil, wenn das für jeden Ton Hautton geeignet ist, ne? Wie soll sich das dann anpassen? Das werde ich im Leben nicht verstehen, ne? Aber das ist so ein, würde ich sagen, Allerweltston jetzt irgendwie. Ich finde das okay. Der Ton ist nicht schlecht. Aber für mich persönlich, wie gesagt, zu gelbstichig. Das ist eine Farbe, das tut nichts für mich. Da sehe ich aus wie so ein Senfkorn mit. Das sieht bei manchen sehen Gelbtöne toll aus. Wenn du der passende Hauttyp dafür bist, bin ich nicht. Meine weißen Ohren, meine gelbe Haut jetzt hier. Gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Die Foundation an sich ist schön. Also sie macht schon ein schönes Hautbild. Und von der Deckkraft würde mir das auch absolut reichen. Wenn ich das über den Primer hier drüber mache und gut einarbeite, finde ich, geht die Geschichte mit den Poren. Also das so alleine tragen ist dann vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Aber unter einer Foundation macht das einen schönen Glow richtig gut. Finde ich okay. Aber Foundation, also easy and fast, ist schnell aufgetragen, keine Frage, macht einen schönen Glow, leichte Deckkraft, alles, was sie machen soll, aber nicht für die Mutti. Nicht für die Mutti, die werde ich auf jeden Fall weitergeben, weil dieses Gelbliche, das... Das Ganze jetzt einfach mal mit dem Essence hier, mit dem Brighten Up. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das ist so ein bisschen aufhellendes Puder. Da werde ich jetzt einfach noch mal so ein bisschen hier drüber gehen. Dann denke ich, ist dieser Gelbstich auch vielleicht so ein bisschen irgendwie, ja, ein bisschen behoben zumindest. Die Deckkraft ist ein bisschen besser. Gut, der Glow ist futsch, ne? Weil mit Puder ist der Glow futsch, ganz klipp und klar. Aber dieser Gelbstich, der kann ich nicht ertragen, wenn ich das Spiegel hier selber gucken soll, der geht für mich gar nicht, ne? Aber wie gesagt, es gibt viele Hauttypen, da passt ein Gelbstich wunderbar zu. Bei mir passt es nicht. Aber man kann ja immer alles, ne? Da das klappt, ne? Ich mache wirklich überall so ein bisschen hin. Da ist es für mich dann so, auch von der Deckkraft natürlich ein bisschen verstärkt, erträglicher. Ne? Produkt ist gut, aber nichts für mich. Achso, ich blende es trotzdem nochmal hier ein, weil ich wollte ja nichts einblenden, ne? Weil das schaffe ich nicht mehr, ne? Dieses hier war das. Ne? Also das wird man in einem Trash-Paket weiterwandern. Kann sich jemand anders mal mit vergnügen. Ich mache jetzt mal ein bisschen Bronzer drauf. Da habe ich nichts Neues von Catrice. Den Sun Glow, der ist in Matt. Der ist auch schon fast kurz vor. Wir sehen hier den Deckel schon. Da werde ich... Oh Gott, ich habe den Pinsel gar nicht abgepupst, wollte ich schon sagen. Abgeklopft, ne?
So ein bisschen hier, ne? Naja, gut, okay. Werde ich jetzt einfach mal ein bisschen drauf machen. Aber weiß ich nicht, die Base ist so absolut nicht so meins, ne? Finde ich so im Kunstlicht hier geht das, aber wenn ich damit rausgehen würde ins Tageslicht, da würde mich auch jeder Dritte fragen, Alter, was ist mit dir denn los, ne? Bist du irgendwie erkrankt? Hast eine Lebererkrankung oder irgendwas, ne? Das passt für mich nicht. Ich mache jetzt extra mal meinen Hals. Meinen Hals hier mal nicht mit, aber ich mache meine Öhrchen mal ein bisschen mit. Weil ich rate mir das Zeug sowieso gleich wieder drunter. Ne? Also wird nicht in der Favoritenschublade landen. Ne? So ist das. So, Spangel kann hier wieder raus. So. Und so sieht das Ganze aus. So, trotz dass ich da jetzt so ein bisschen Puder drüber gejagt habe, habe ich hier noch einen Teil von Judith Williams. Und zwar ist das Highlighting Drops. Lichtreflektierende Weichzeichner-Effekt. Jugendlicher Glow. Na, der Motto. Da wollen wir kicken, ne? Also ich finde, was war das hier auch irgendwie? Da war doch auch irgendwas mit natürlicher Look. Ja, schon, macht sie schon, ne? Aber so, das, wir schauen uns mal die Drops hier an. Machen mal ein bisschen Drop hier rauf. Schnüffeln mal ein bisschen dran. Ich nehme einfach mal die Spitze hier davon und guck mal. Sollte man auch mal die Brille abnehmen, ne? Mach das jetzt mal hier hin. Das sieht auf dem Gelben auch richtig Wildwest aus. Aber Glow hat das auf jeden Fall. Und das ist so das, was ich so meine, wo ich immer sage, ich mag eigentlich Highlighter nicht, die immer aussehen wie so ein Rallye-Streifen. Die wirklich aussehen wie so ein Rallye-Streifen. Und diesen Rallye-Streifen habe ich jetzt auch. Ihr könnt hier... Es gibt, glaube ich, wenig dekorative Kosmetikprodukte, die ich mehr verabscheue wie Rallye-Streifenteile. Ne? Und das ist eins. Das ist heute so ein echt so ein Desaster hier. Ne? Mit Judith Williams hat tolle Sachen, aber irgendwie ist das nichts. Ich versuche es jetzt einfach nochmal mit dem Finger aufzutragen. Vielleicht durch die Körperwärme, das sieht das besser da. Nein, tut es nicht. Absolute Katastrophe. Sieht richtig scheiße aus bei mir. Vielleicht sieht es auf ungeschminkter Haut. Dass das da gar nicht so doof aussieht. Also es ist, bitte für alle, die neu sind, dass ich rede Produkte nie schlecht oder so. Man könnte sich das auch hier, was weiß ich, kann das auch so unten drunter setzen, unter diese Foundation. Das, also Glow macht das auf jeden Fall. Ne? Aber dann würde die jetzt zum Beispiel so ihre auch Natürlichkeit verlieren. Ne? Ich weiß nicht, ist auch absolut nicht mein Produkt. Also wird im Doppelpack hier bei mir weiter wandern. Ich blende das nochmal ein bisschen ein hier. Und zwar war es dieses hier, ist auch nicht unbedingt mein Produkt. Also ist mit Sicherheit, wo es funktioniert, halt es doch mal in die Mitte rein, Mensch. Wo es funktioniert auf der Haut, ist das sicherlich toll, aber für mich ist das nichts. Also wird das auch weiter wandern. Also das ist gräuselig. Richtig, das ist bei mir richtig, da muss ich ein bisschen Bronzer drüber machen. Auch das sieht jetzt noch richtig viel kräuseliger aus. Was mache ich denn jetzt? Muss ich hier ein bisschen Foundation drüber machen? Nee, richtig versaut. Gut, beachten wir die Base hier mal so nicht weiter und machen jetzt einfach mal weiter mit den Augen. Vielleicht sollte ich erstmal meine Augenbrauen mal ein bisschen nachmachen, das können wir machen. Da habe ich auch nichts Neues. Da habe ich nichts Neues. Nee, habe ich gar nicht hier unten. Na gut, dann lassen wir das jetzt so. Ist das heute so ein bisschen Desaster hier mit der Judith und mit mir, ne? Obwohl ich schon einige Produkte von ihr probiert habe, die finde ich richtig toll. Die hat richtig tolle Sachen. Richtig tolle Sachen. So, da ich ja so in der Drogerie so an diesen Paletten-Sachen und so Lidschatten oder Stiften und so nichts gefunden habe, wo ich sage, habe ich auch dann auch mal in der Kiste mal rumgewühlt und habe tatsächlich noch diese hier gefunden. Die blende ich hier mal ein. Und das blendet jetzt gerade sehr. Könnt ihr euch noch an diese hier erinnern von Rival Loves Me mit der Katze drauf? Unforgettable Eyeshadow Palette von Rival Loves Me. Und da dachte ich mir so damals, ach, nimm die mal mit. Und irgendwie ist die dann so ein bisschen nach unten gerutscht. Ich habe da nochmal hier oben mal drin geswatcht, gerade eben mal geguckt, wie kräftig die Farben sind. Also das könnte schon eine kräftige Hausnummer werden. Ne? Damit könnte man glatt von dieser schlechten Base heute hier so ein bisschen ablenken. Finde ich eine interessante Palette, probieren wir mal aus. Und ich würde das jetzt cool finden, also die kannst du jetzt natürlich nur noch jetzt irgendwie online vielleicht noch kriegen oder so.
Aber ich denke immer, dass viele diese Palette auch hier gekauft haben und ganz froh sind, wenn die einfach mal ein bisschen Inspirationslook bekommen mit diesem Teil hier. Und das Ganze werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich habe meine Pinselkiste hier liegen, das mache ich im Schnellverfahren. Und da werden wir einfach mal gucken, wie mir das Ganze so gefällt. So, ich werde erstmal hier oben reingehen. Das sieht so ein bisschen so aus, als wenn das eigentlich ein guter Base-Ton hier so ist. Der sieht ein bisschen schwach aus auf der Brust, aber selbst auf meinem Auge kann man den gut sehen. Das soll so der Ton sein, der nachher so ein bisschen hier unten durchscheint. Ne? Das ist auch ein Ton, den man gut alleine tragen kann. Ich würde sagen, so Bronzer-Qualität hat der, wie so ein schöner, heller, aschiger Bronzer oder ein bisschen hellerer, aschiger Bronzer, finde ich ganz cool. Ganz stinknormale Farbe. Die soll einfach nachher nur so ein bisschen oben rausluschern. Kein Weltbeweger, aber finde ich richtig gut. So, jetzt ist die Frage, wo machen wir weiter? Ich bleibe jetzt hier einfach mal bei dem Pinsel und werde jetzt einfach mal, weil am meisten juckt mich, ich bin ja so ein Auberginenmensch, ne? Obwohl das jetzt überhaupt nicht zu meinem Pulli passt, aber völlig wurscht. Ich gehe jetzt mal in das Auberginen rein und ja, das habe ich mir jetzt genau schon so gedacht. Das ist mega, mega pigmentiert und da arbeite ich mich jetzt erstmal ein bisschen vor. Setz mir das Pigment erstmal so ein bisschen hier hin. Ich weiß nicht, ich stehe total auf Auberginen. Da habe ich richtig Bock immer drauf. Jetzt gehe ich auch mal in die Lidfalte rein. Aber lässt sich wunderbar verblenden. Wunderbar gut pigmentiert. Also ich bin da jetzt mal ganz, ganz vorsichtig mit. Obwohl jetzt so, wo es ausgeblendet ist, ist das ein Auberginen, was mir nicht gefällt. Muss ich nochmal nachgehen und nochmal ein bisschen nachlegen. Lass das nach oben so ein bisschen auslaufen hier. Aber butterzarte Farben, die sehr, 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 sehr gut pigmentiert sind. Sehr, sehr gut. Gefällt mir richtig klasse. Mensch, das wäre richtig schön, dass mir heute mal irgendwas gefällt. Also das mit der Base ist irgendwie nicht so meins. Aber gut, man kann natürlich nicht alles haben, ne? Ich mache dasselbe jetzt nochmal auf der anderen Seite hier. Gehe da auch erstmal so ganz vorsichtig. Setze mir das Pigment da erstmal hin, auch hier hinten so ein bisschen. Gehe dann in die Lidfalte rein, verblende mir das ein bisschen nach oben. Ich sehe das schon, wenn man das so ausblendet, hat das eine andere Farbe. Eine andere Farbe wie hier in der Palette. Man muss dann nochmal ein bisschen mit der Farbe danach gehen. Und ich werde sehen, ich muss hier nachher ein bisschen, ich bin hier ein bisschen weit runter geraten. Ne? Da ist Mutti ein bisschen eskaliert mit dem Pinsel. Da das so ein bisschen so ein bisschen wühlig hier hinten aussieht, aber das kriegen wir schon wieder hin. Ne? So, da gehe ich nochmal. Ich nehme nochmal ein bisschen weicheren Pinsel, weil ich möchte das gerne hier oben noch ein bisschen weicher verblenden. Das ist, der andere Pinsel war zu hart. Wenn man dann so ein bisschen weicheren nimmt, dann kriegt man das schon hier oben so ein bisschen besser hin. So. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe, die man sich sehr, sehr schön aufbauen kann und die richtig schön knallig ist. So, dann gehe ich mal rein in den Pinselreiniger hier. Und dann gehe ich einfach mal, in was gehe ich denn rein? Ich nehme einfach mal, was ist das denn hier überhaupt für eine Farbe? Das hat so ein bisschen Schimmer. Wir nehmen das ganz dunkle hier jetzt mal. Also ich glaube, das wird richtig knallen. Und das setze ich mir mal hier hinten ein bisschen hin. Ja, das deckt das locker ab hier. Richtiges schönes Schoko-Kaka-Braun, wie ich es ja immer sage. Da hat sich mal eine so aufgeregt, ne? Weil ich gesagt habe, ich sage ja oft mal so, ich mag so kaka-braune Farben, ne? Und die war völlig von den Socken, dass ich hier über Kaka-Braun spreche auf einem Beauty-Kanal. Da habe ich dir nur geschrieben, ich wusste gar nicht, dass das irgendwie so ein, was weiß ich, Ausdruckskodex gibt. Dass man, wenn man einen Beauty-Kanal hat, dass man dann immer nur so, was weiß ich hier, halt so reden will oder soll, wie sie das gerne hätte. Ich sage, ich rede auf meinem Kanal so, wie mir das passt. Ne? Wenn ich sage, das ist kackerbraun, dann ist es ja auch kackerbraun und dann versteht jeder gleich, was ich meine. Was soll ich denn so rumschlawenzeln um die blöde Farbe? Ne? Ist so. Also das drückt jetzt richtig hier, weil das recht dunkel ist. Deshalb gehe ich nochmal mit dem schönen Lila hier. Das ist richtig schöne Lila, ne? Richtig schön, schöne Lila. Da gehe ich jetzt einfach nochmal über die andere Farbe drüber, weil ich möchte gerne, dass das dominiert hier.
Das ist Karneval in Rio, das sage ich euch. Also ich bin auch ein bisschen froh, dass ich jetzt gar nicht mehr irgendwie weg muss, weil das ist sehr experimentell, was ich hier vorhabe, das kann ich euch sagen. Also das ist für mich viel zu doll. Also das ist eine günstige Palette aus der Drogerie damals gewesen. Ich weiß gar nicht, was die gekostet hat, 5 Euro, irgendwie so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nichts für Anfänger. Also wenn du da als Anfänger rangehst, da brichst du gleich in Tränen aus und denkst, Alter, schmink dich ab. Das geht nicht, ne? Da gehe ich noch ein bisschen rein. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit dem Farben. Also sehr, sehr vorsichtig. Aber die sind schon Knaller, ne? Also für Drogerie, Hammer. Jetzt nehme ich mir den Finger und gehe mal in diesen Ton, wo ich gerade gesagt habe, da ist auch so ein bisschen Glitzer drin. Und ich kann das selbst ohne Brille bei mir im Display sehen, dass die so knackig sind, die Farben, ne? So, so knackig. Erst bin ich in den falschen Ton reingegangen. Also das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Aber so rausgehen möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also weiß ich nicht, das ist mir ein bisschen too much hier, ne? Deshalb auch die Paletten heute so, die ich in der Drogerie gesehen habe, die sind wunderschön. Die sind wirklich wunderschön. Aber das ist eigentlich nicht so meine Welt. So vielen steht das, ich finde das toll, wenn die das so richtig knackig haben, aber mit diesen knackigen Farben, das ist nicht so meins. Dann gehe ich mit dem Pinsel, hier oben ist noch so ein richtig schöner, heller Schimmerton. Also das ist auch wirklich eine Palette. Also es erfüllt seinen Zweck, ne? Könnt ihr das sehen hier? Wahnsinn, ne? Wie das so schimmelt. Ich finde das irre. Also qualitativ nicht zu toppen, ne? Und wenn man da Lust dran hat und Spaß dran hat, ich finde hier oben die Kante, die ist sowas von ungünstig für meine Augen. Da geht gar nicht. Wir gehen jetzt einfach nochmal hier in dieses Lachsfarbene da. Da gehe ich jetzt einfach nochmal rein, Sheetrop. Und möchte hier oben nochmal gerne ein bisschen die Kante. Die gefällt mir überhaupt nicht. Gar nicht. Das sieht so hart aus irgendwie, ne? Weiß ich nicht, ist überhaupt nicht meins. Passt doch überhaupt gar nicht zu meinem Pulli, ist überhaupt nicht meins. Heute ist so richtig so ein Quark-Video, ne? So richtig quarkig hier ist die Mutti, ne? So ein bisschen abgesoftet. Ich weiß nicht, ob das jetzt viel besser ist, aber finde ich jetzt nicht, aber ist okay. Und dieses Schimmrige, hier ist zum Beispiel noch ein Orange. Jetzt versauen wir den Look hier mal richtig. Egal, wir wollen ja einfach wissen, wie die Farben sind, ne? Da ist so ein richtig tolles Orange hier drin, ne? Also jetzt brauche ich auch gar nicht mehr rausgehen. Bin gespannt, was mein Mann gleich sagt, wenn ich gleich hochkomme ins Wohnzimmer. Die sagt, na, wo bist du denn hin? Ist nach Hamburg oder was? Meine Mascara, die habe ich nochmal wieder rausgepult, weil eigentlich finde ich, die passt die heute auch in das heutige Video, weil die finde ich gar nicht so doll. Alle machen da irgendwie so einen Terror von oder haben da so einen Terror von gemacht, von der Teleskopik. Ich meine, sie ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht, aber da hatte ich mir irgendwie mehr von versprochen. Also da kenne ich Mascaren, die deutlich besser sind, aber ich werde sie jetzt dann noch aufbrauchen. Ihr findet meinen Look richtig zum Kotzen heute. Sei ganz ehrlich, die finde ich nicht so schön. Alle Augen nicht. Und die Base nicht und der Rallye-Streifen nicht. Also eigentlich könnte man das so ein Katastrophenvideo, ne? Katastrophe. Mensch. Ja, auf jeden Fall finde ich diese Mascara, da haben sie alle so einen Wirbel von gemacht. Kostet auch ein bisschen Knete, ne? Aber da hat L'Oreal in der Preiskategorie einfach Mascaren, die deutlich besser sind. Ne? Die ist nicht verkehrt, aber auch das ist so ein, passt heute wunderbar, so ein Produkt, wo ich sage, brauche ich nicht. So, um den Katastrophenlook jetzt hier nochmal ein bisschen zu vervollständigen, nehmen wir jetzt nochmal, das ist aber von Maxim More. Die finde ich nämlich eigentlich gar nicht so verkehrt. Da hatte ich mir, glaube ich, mal so eine 6er oder 8er Box gekauft mit Lippenstiften. Aber das passt jetzt hier überhaupt mal nicht zu dem Look dazu. Ich finde, mit Brille geht es jetzt noch so. Aber guckt euch mal an hier, wie sich die Foundation jetzt absetzt mit dem Gepuderten und wie scheiße das eigentlich alles aussieht. Also eigentlich hätte ich auch schreiben können, irgendwie, wie schminke ich mich am besten, damit ich auch möglichst scheiße aussehe. Da kann ich ja sagen, ey. Ja, zieh mal ruhig dran hoch. Oh, der ist jetzt nicht verkehrt, ne? Der passt wenigstens zu meinem Pullover, ne? Aber wir gucken uns das jetzt hier gleich nochmal von nahen an, wie sich das so wunderbar absetzt hier. Also das ist eigentlich heute eine Vollkatastrophe, würde ich das jetzt mal nennen, ne? Überhaupt nicht meins. Das ist überhaupt nicht meins. Ich finde, dass die Farben passen überhaupt nicht zu mir. Und so, ich habe das auch das Farbspektrum, reden wir nicht drüber. Das ist eine tolle Palette, aber nicht für mich.
diese tolle Palette aber nicht für mich. So, die Foundation, die gucken wir uns jetzt mal von nah an. Also ich konnte das schon ohne Brille. Also ich, meine Base sieht so fürchterlich aus heute. Auch mit diesen Rallye-Streifen, wo ich meine, es ist hier alles weiß. Die Poren, das kommt richtig schön raus. Wie gesagt, das ist alles nix. Irgendwie. Und dann noch das oben drüber. Mal hier. Guck mal hier. Madame Lederhaut. Jetzt schon. Nach 5 Minuten oder 10 Minuten, wo ich es drauf habe. Ich möchte nicht wissen, wie das heute Abend aussieht. Und meine Augenbrauen habe ich auch nicht geschafft zu machen. Also es ist quasi eine wahre Katastrophe heute. Aber gut, es ist, wie es ist. Mir hat es trotzdem riesengroßen Spaß gemacht, heute einfach mit euch diese Produkte mal auszuprobieren. Ich finde es auch einfach wichtig so, dass das nicht immer alles so perfekt ist und alles so galant aussieht, sondern dass es auch tatsächlich für mich auch Produkte gibt, wo ich sage, Alter, mach das ab, das funktioniert bei dir einfach nicht wie eine gelbstichige Foundation. Das sieht unglaublich aus irgendwie. Auch jetzt noch mit dem Hals, die ich jetzt noch nicht mal mitgeschminkt habe, mag ich überhaupt nicht leiden. Rallye-Streifen, also diese Highlighter, die auch schön weiß sind und einen schönen Strich machen, dass du auf 150 Meter sehen kannst. Alter, was hat die denn da für eine verkalkten Ablagerung? Die geht gar nicht. Und dann zu allem Überfluss noch schön Glow oben drüber, damit auch schön die Poren rauskommen. Das finde ich eigentlich auch ganz, ganz wichtig, dass man das einfach auch mal sieht. Bei mir funktioniert auch nie alles. Das ist ganz einfach so. Und eigentlich finde ich es ganz gut. Eigentlich finde ich es ganz gut, dass es auch mal so ein Video gibt. So, wenn ja, wenn es dir gefallen hat, hau den Daumen nach oben. Hast du auch irgendwie von diesen Produkten irgendwas liegen oder sagst du, Mensch, die Palette, die habe ich auch, die würde ich doch trotzdem gerne mal nutzen und so weiter. Würde mich das interessieren, reiß den Daumen nach oben, vergessen immer ganz, ganz viele, hau einen Kommentar rein. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch jetzt ganz einfach, denn so kann ich sehen, dass der Content, den ich hier mache, dass dir das ganz einfach gefällt und dass du sagst, ja Mensch, von der möchte ich gerne ein bisschen mehr sehen. So ist es. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich mit Produkten, die besser funktionieren. La Paloma, oh hey. Bin gespannt, was mein Mann gleich sagt, wenn ich nach oben komme, ey. Sag, wo bist du denn hin, ey? Oh Gott. Das ist auch ein bisschen too much. Obwohl, die Palette ist toll. Die ist wirklich schön. Auch so super schön pigmentiert, ne? Aber das, was ich da gezaubert hab, du. Bye.